Habe Dere, endlich ist es soweit, ein absolutes Herzensprojekt von mir. Ich habe von uns daheim bei unserem Berg die Alpen gesehen. Und auch wenn unser Berg wirklich kein Riese ist, hat man unglaublich gute Sicht. Um sich das Ganze ein bisschen vorstellen zu können, der obere Punkt in der südlichen Oberpfalz sind wir und der untere Punkt der Watzmann. Die Luftlinie ist ungefähr 190 Kilometer Entfernung. Dass er von uns gut im Bayerischen Wald sieht, denke ich, ist wahrscheinlich und auch klar. Die größten Gipfel sind zwischen 60 und 75 Kilometer entfernt. Was man da sieht, ist zum Beispiel der Hohe Bung, der Osser, das Keitersberggebirge und der Große Aber. Aber wie schaut jetzt das eigentlich aus, wenn man nicht in Richtung Osten schaut, sondern in Richtung Süden, in Richtung Alpen? Begonnen hat die ganze Suche nach den Alpen mit einem Alpenblickfoto im Internet von einem Sonnenuntergang mit einem Alpenblick vom Minxhofer Berg. Und wir haben uns total drauf versteift, wir haben alles ausprobiert, verschiedene Wetterlagen, Sonne, Regen, verschiedene Luftfeuchtigkeiten, verschiedene Jahreszeiten, verschiedene Uhrzeiten, alles Mögliche, wir haben alles ausprobiert, wir waren zig Male um. Und nach einer gewissen Zeit hat man, wenn man als Außenstehender uns gesehen hat, vielleicht meiner Kinder, ja, jetzt sind sie durchgedreht. Mei, bist du auch da, ha? Oh, mein Dere. Mei, ist das schön, die ganzen Bier. Da hinten müssen sie aufbauen. Schön, die bewegen sich heute schon gut. Mei, da kommt halt keiner mit dem Auto auf. Keiner mit dem Auto nicht auf. Da kommt keiner nicht auf. Bloß zu fällt. Und wie es halt immer so in Leben ist, wenn man aufhört, sich auf was zu versteifen, wenn man nicht gezielt danach sucht, kommt es von selber. Und genauso war es da auch. Bei unserem Musikvideodreh von Wenn die Sonne untergeht, haben wir es gesehen, obwohl wir überhaupt nicht damit gerechnet haben. Und da ist es. Und vielleicht sieht man es jetzt noch nicht, wenn ihr einen kleinen Bildschirm habt. Es ist wirklich sehr klein, folgt es einmal im Horizont. Wir sehen es gleich nur ein bisschen genauer. Was genau das für Berge sind, kann ich zu hundertprozentigerweise nicht sagen. Ich kann nur sagen, die linken sind die Berchtesgadener Berg. Man sieht eine Watzmannspitze und die rechten, ich kann es nicht wirklich zuordnen. Wir haben geschaut, vielleicht so in Richtung Wilder Kaiser. Auf alle Fälle sieht man auch einen Großglockner. Ich kann leider auch nicht sagen, was das für einer ist. Dazu war die Zeit viel zu kurz. Wir waren ungefähr zu 6. 7. um. Wir haben es probiert, dass wir es hundertprozentig sagen können. Jeder hat ein bisschen was anderes gesagt und somit habe ich jetzt leider kein klares Ergebnis. Aber man sieht auf jeden Fall die Berchtesgadener Alpen, einen Watzmann, einen Glockner. Und probiert es vielleicht selber aus. Vielleicht könnt ihr an dem Büttel was erkennen, vielleicht könnt ihr uns weiterhelfen. Uns heißt mir und Lukas. Wir haben das über 3 Jahre jetzt probiert, dass wir es sehen. Wir haben gefühlt alles falsch gemacht. Und wenn man einfach einmal was auf sich zukommen lässt und nicht gezielt danach sucht, findet man es auch. Genauso wie die Alpen auf 200 bis 300 Kilometer Entfernung, wenn man nach dem Großglockner geht. Dankeschön fürs Zuschauen. Es hat mich wahnsinnig gefreut. Das war ein wahnsinniges Herzensprojekt. So lange habe ich das schon im Kopf gehabt. Ob ich das jemals irgendwann wirklich zeigen kann, ob ich das jemals überhaupt wirklich selber sehe, die Alpen vom Minxhofer Berg auf 200 Kilometer Entfernung. So speziell ist es eigentlich gar nicht. Wir sind einfach immer, haben wir rausgefunden, ungefähr eine Stunde spät gegangen. Und es war dann eigentlich die Zeit schon vorbei, wo man sieht, weil wichtig ist der Sonnenuntergang, der wo die Alpen quasi zum sogenannten Alpenglühen bringt, beziehungsweise die Alpen anleuchtet. Es darf nicht zu hell sein, also auch nicht der Sommer, auch nicht der höllichte Tag, damit ist einfach die Hölligkeit zur Hölle und sie verschwinden darin. Und das Wetter und die Sicht muss halt einigermaßen stimmen. Ein kleiner Tipp, die Sicht ist immer besser, wenn es einen Tag oder zwei davor geringt hat. Somit der Ring ist nicht aber schlecht. Seht sich einmal ein bisschen anders, die Welt. Beim genauen Hinschauen sieht man schon die Alpen vom Minxhofer Berg aus. Pfiat euch, Servus, Dankeschön fürs Zuschauen.